Herzlich willkommen zu diesem Wochenrückblick, meine sehr verehrten Damen und Herren. Habe ich schon öfters gemacht, früher mal, in anderer Form. Jetzt habe ich hier einfach kurz die Kamera aufgestellt in Tims Büro. Der klickt da hinten noch so ein bisschen rum. Und ich möchte einfach ein bisschen über Videos plaudern, die ich so eigentlich in der letzten Woche, jetzt in dem Fall, weil ich das ja schon länger nicht gemacht habe, machen wir einfach mal so die letzten zwei Wochen, über ein paar Produktionen, über ein paar Videos, die ich ein bisschen herausstellen möchte, zu denen ich vielleicht noch mal ein bisschen was erzählen will. Einfach, um euch auf dem Laufenden zu halten, weil vielleicht habt ihr ja was verpasst, was eigentlich ziemlich cool ist, was ihr gerne sehen würdet. Und das wäre ja tragisch. Richtig, Tim? Ja. Das wäre tragisch. Guck mal, da habt ihr es beschädigt. Also, ich möchte nämlich direkt anfangen mit, ich habe ja eigentlich so ein kleines Update-Video hochgeladen vor etwa zwei Wochen und dann kam ja schon Minecraft Stories und das möchte ich nochmal herausstellen. Das möchte ich wirklich nochmal so ein bisschen nicht an den Pranger stellen. Ich will es euch so an die gedankliche Pinnwand pinnen, dass wir ja ein neues Minecraft-Projekt, ein neues Minecraft-Konzept präsentiert haben. Da sind wir natürlich auch dran, dass ihr da bald die Fortsetzung bekommen werdet, aber Minecraft Stories, die Heilanstalt, ist ein Dreiteiler geworden, der sich sowohl auf meinem Kanal als auch auf dem Kanal von Herr Bergmann, Delay und Sergeant Max online befindet und vielleicht könnt ihr da mal irgendwie, wenn ihr das noch euch anschauen wollt oder noch nicht gesehen habt, ne, das ist so ein, wie soll man das sagen, ein Roleplay-Projekt. Es ist ein Roleplay-Projekt, so die geistige Fortsetzung von Minecraft Desperado und würde ich schon so sagen, das aufwendigste, was in den letzten zwei Wochen so online gekommen ist und deswegen erwähne ich das gerne auch einfach nochmal, damit ihr da irgendwie mal so rumschauen könnt und dann an einem netten Abend, ne, so ein Kakao, so ein bisschen noch so ein bisschen Popcorn nebendran und dann wird das super gruselig. Tim kann seitdem nicht mehr schlafen. Richtig? Tim? Ja. Ansonsten kam einiges an Garys Mod-Videos online, Gary Mods Aufnahmen auch mit Tim und Dario. Da habe ich auch noch irgendwie eine Folge, die ich irgendwann mal schneiden müsste. Scrap Mechanic kamen auch zwei Folgen online und dann ging's los. Dann hatte ich ja so einiges an technischen Problemen mit meinem Rechner. Davon wurde eigentlich so ein bisschen die letzte Woche bestimmt. Die Probleme sind auch immer noch nicht komplett gelöst, aber das wisst ihr ja, da wird sich irgendwann hoffentlich innerhalb der nächsten paar Wochen was ergeben. Aber ich kann so halbwegs irgendwie Videos aufnehmen und produzieren. Deswegen könnt ihr euch anschauen, wirklich eine Weltpremiere. Eigentlich habe ich gelogen in dem Moment, in dem ich gesagt habe, dass Minecraft Stories die aufwendigste Produktion war. Es war Let's Play Windows Installation. Da könnt ihr mir dabei zuschauen, wie ich sage und schreibe 5 Minuten und 35 Sekunden eine Windows 7 Neuinstallation kommentiere und das ist ja wohl auf YouTube wirklich mit Abstand das, was noch gefehlt hat. Richtig, Tim? Ja. So sieht's aus. Und dann ging es eigentlich schon fast wieder regulär los mit weiteren Videos. Tatsächlich habe ich auch wieder zwei Slime Rancher Videos veröffentlicht. Das ist für die Leute interessant, die da die ganze Zeit auf neuen Content warten. Eine Folge, die so ein bisschen so eine Verzweiflungstat war. Und dann, und das ist viel, viel interessanter, habe ich ja jetzt vor zwei Tagen entdeckt, also nicht vor zwei Tagen entdeckt, aber vor zwei Tagen wurde es veröffentlicht, entdeckt habe ich schon länger, dass man Slime Rancher auch mit Mods spielen kann. Und dadurch ergeben sich ganz neue, fantastische Möglichkeiten, zum Beispiel, dass wir uns schon Sachen anschauen können, die noch gar nicht im Spiel drin sind. Und vor allem Tim hat sich da sehr gefreut. Ja. Das ist eigentlich alles, was ich mal so nebenbei ein bisschen hervorstellen wollte. Natürlich gibt es auch noch andere Videos, die zwischendrin gekommen sind. Ich habe ein bisschen mich in der Minecraft 1.9 Version rumgetrieben, was da so Adventure Maps angeht. Da werde ich vielleicht auch nochmal gucken, dass wir da noch die ein oder andere bringen werden. Und das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Einfach nur mal spontan rausgenudelt. Was ich aber machen werde, ist euch einfach die besprochenen Videos in der Beschreibung verlinken, damit ihr nochmal rüber gucken könnt und ich will das einfach ab und zu machen, um vielleicht nochmal über, ja, einfach über ein paar Produktionen, wo ich mir so denke, da könnte man nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenken, über die nochmal zu talken, die nochmal so ein bisschen herauszustellen, damit ich da auch sicher gehen kann, dass ihr da nichts verpasst. Es ist also eigentlich ein sehr, sehr netter und freundlicher Service von mir, dass ich mich da hinsetze und euch das nochmal so ein bisschen erzähle. Richtig, Tim? Tim? Ja. Und wir gehen uns jetzt Frühstück holen und ihr checkt mal durch, ob ihr die Videos alle betrachtet habt. Und dann schauen wir mal, ob wir so einen Wochenrückblick-Dingens oder einfach mal alle zwei Wochen uns mal hier so melden, ne? Aus einer ganz entspannten Perspektive und ein bisschen über vergangene Videos sprechen und vielleicht auch brechen. Aber ich hoffe, niemand von euch hat Bauchweh, Magen-Darm oder ähnliches. Tschüssi.